Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Hello Neighbor Alpha 3. Wir haben jetzt gerade das Intro gesehen. Ich habe jetzt hier auch wieder mit Facecam, beziehungsweise ich versuche es mal. Vielleicht seht ihr auch keine Facecam dann im finalen Video, weil irgendwas nicht geklappt hat oder so. Wie ihr seht, die Stimmung ist etwas düsterer. Das ist normal. Oh, alles klar. Das ist normalerweise aber eigentlich nicht so. Ich muss da noch gucken, dass das Licht. Ich habe hier so kleine Softboxen, aber irgendwie habe ich nur einen hier unten. Vielleicht seht ihr den Schatten von dem Mikroarm hier an mir, aber egal. Wie gesagt, ich versuche das jetzt einfach mal, ob das irgendwie klappt. Falls es klappt, bei Minecraft Valhalla kommt das Ganze aber nicht, sondern eigentlich nur bei den anderen Videos. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, Leute, starten wir heute in die Alpha 3. Heute machen wir immer in der ersten Folge erstmal so ein bisschen. Oh Gott, was war das denn? Ein Kennenlernen. Ich meine, das Haus ist jetzt wieder sehr viel größer und ähnelt schon ziemlich der Vollversion. Wieso sind denn die Sounds so laut? Warte mal. Das Ding ist, ich kann hier auch nur, ihr seht das hier, ich kann hier irgendwie nur die ganzen Dinge einstellen. Und wir haben jetzt hier auch wieder ein eigenes Haus. Das ist sehr schön. Hier haben wir wieder ein Telefon. Es ist noch ein bisschen dunkler, alles klar, Digga. Ja, wir gehen einfach mal rein, oder? Wir gucken erstmal beim Nachbar vorbei. Und ja, mal gucken, was der Tag so bringt. Beziehungsweise, keine Ahnung was. Okay, also wir müssen auf jeden Fall eine Keycard und eine Crowbar finden. Das ist schon mal klar. Ist die Keycard wie in der Vollversion, ist die hier im Kühlschrank? Nee. Scheiße. Oh Gott, Alter, sind hier viele. Keine Ahnung, was sind das? Alter, oh mein Gott. Okay, hier ist ein Generator. Den machen wir einfach mal an. Wieso auch nicht? Okay, hier geht's raus. Genau. Was ist hier? Okay, keine Ahnung, da können wir nicht rein. Ich weiß nicht, ist es gefährlich, hier vorne durchzugehen? Ey, man sieht halt so wenig. Okay, ich glaube, der Nachbar ist hier drüben in diesem Zimmer. Nee, er kommt. Oh, fuck. Scheiße, ey. Aber er ist nicht mehr so schnell. Das ist gut. Wir können jetzt auch wieder davon rennen. Hallo. Okay, ja, dann haben wir auf jeden Fall auch schon Bekanntschaft gemacht mit ihm. Wird hier auch Tag oder ist hier immer Nacht? Weil das wäre echt nervig. Schade, ich habe ihn nicht getroffen. Muss mich ein bisschen wieder da rein gewöhnen, ein bisschen in die Kamera zu schauen. Vorhin habe ich das ja lange Zeit nicht mehr gemacht, weil ja die andere Kamera kaputt war. Die andere Facecam. Beziehungsweise grundsätzlich. Oh, er stellt schon eine Bärenfalle auf. Alter, diese Blitze, ey. Grundsätzlich hätte sie noch funktioniert, aber irgendwie konnte ich sie nicht mehr am PC anschließen und ja, das ist scheiße. Wie gesagt, ich hoffe, es funktioniert jetzt auch alles, weil irgendwie bei dieser Kamera kann ich den Bildschirm nicht so rausklappen. Ist eigentlich ganz gut, weil dann schaue ich nicht immer so komisch neben die Kamera wie jetzt gerade, sondern dann gucke ich immer in die Kamera. Aber naja, was soll's. Okay, hier ist wieder so eine Lost and Found Box. Okay, der Nachbar chillt auch gerade da. Wir können ja mal hier hinten durch. Alles klar, Digga. Habe ich direkt gesehen. Ich komme nicht über den Zaun. Oh mein Gott. Och Gott, Leute. Ey, das wird wieder eine Vollversion, Digga. Da werden wir auch safe keinen Speedrun schaffen, weil hier geht es nicht mehr so schnell, you know. Hier kann man sich, glaube ich, haben wir noch Mülltonnen? Ja, da vorne sind noch Mülltonnen. Kann man mit denen noch rumfliegen? Weil ich weiß, dass die irgendwann rausgepatcht wurden. Warte mal, ich stelle mal eine hier auf. Geht das noch? Nee, guck mal. Wir können uns gar nicht mehr. Alter, warte mal. Ist da so ein. Wieso ist da so ein Stern drin? Ist das nicht auch ein Zeichen vom Teufel, wenn er dann so umrandet ist? Wieso ist das in seiner Mülltonne, Alter? What the fuck? Oh Gott. Alter, beruhig dich. Aber die Sounds sind immer noch genau gleich. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal rein, oder? Hauptsache hat die Falle selbst ausgelöst. Alles klar, Digga. Ich glaube, er ist ja hier im Nebenraum. Das heißt, wir haben eigentlich freie Bahn, wenn wir da hinten durchgehen. Eigentlich. Alter, das Licht ist ja so blau. Stimmt, hier hinten gibt es auch dieses Secret Level. Hier hoch geht's auch noch. Ey, sind irgendwie. Ich komme alles gerade. Achso, warte mal. Können wir hier durchgucken? Ja, geht noch, okay. Alter, hier steht einfach eine Puppe, alles klar. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall. Was? Wieso klopfst du denn? Oh mein Gott. Da gehe ich bestimmt nicht rein. Schon wieder ein goldener Apfel und ein blauer Schlüssel. Nee, Digga, ich komme nicht. Tut mir leid. Hier ist dieses Secret Bill noch nicht. Okay, das gibt es in dieser Version scheinbar noch nicht. Ist hier was drin? Nee, schade. Okay, hier gibt es ja dieses kleine Jump'n'Run. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Genau, das ist so ein bisschen. Okay, warte mal. 8-mal rüber? Was? 24-mal runter? Dann irgendwie das hier. Dann bekommt man einen Magnet. Aber wie will ich denn hier rüberschalten? Hä? Keine Ahnung, das müssen wir uns auf jeden Fall auch mal noch anschauen. Oh, das war schon das Licht. Alter, ist das laut. Hier ist auch dieses eine Jump'n'Run, wo wir hinter diesem Bild wahrscheinlich die Magnetpistole holen können. Alter, habt ihr auch diese Tür gerade gehört? Okay, da können wir nicht raus. Hier brauchen wir ein gelbes Schloss. Okay, da ist auch noch eine Tür, aber die. Können wir mit der U was machen? Nee, okay. Okay, Leute, das ist auf jeden Fall wieder wild. Wild. Haben wir hier Kisten? Ja, hier haben wir eine Kiste. Ich schmeiß die mal da ans Apfelbild, um zu gucken, nope. Ob das überhaupt. Ach, komm schon, Alter. Das ist doch ein Scherz, wie sie einfach daneben geflogen ist. Komm schon. Nope.
Scheiße. Ich weiß ehrlich gar nicht mehr, wo das die Sachen hier sind. Nope. Ach komm, Junge, wir haben gleich keine... Scheiße, wir haben keine Kisten, weil wir haben noch einen Stuhl hier. Ah doch, da ist noch eine. Komm schon. Nope. Alter, wie das einfach das Bild nicht trifft. Bruder. Nope. Was? Ich jump jetzt einfach mal rüber. Scheiße, fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Mein Herz. Junge, wie da einfach instant rauskam. Was ist das denn, Alter? Glue? Ist das Kleber? Warte mal. Das ist Milch. Milch ist Gift. Ah, nee, ist wirklich Kleber. Man ist dann so langsam. Hier gibt es auf jeden Fall noch sehr viel zu erkunden. Eieiei. Da drüben ist auch einfach ein schwebender Raum. Alles klar, Digga. Ich würde gerne irgendwas schon schaffen in dieser Folge, aber das wird, glaube ich, ist einfacher gesagt als getan. Ich versuche mal beim Nachbar. Der kommt. Ja, geil. ich wollte eigentlich in sein Zimmer, weil da ist, glaube ich, eine Taschenlampe. Dann sieht man ein bisschen mehr. Stimmt, habe ich vorhin auch geschnappt. Ich glaube, hier ist immer Nacht, oder? Boah, das ist so nervig. Alter. Gibt's hier die G-Konsole noch? Nee, irgendwie nicht. Okay, schade. Ich würde jetzt aber wirklich gerne eine Taschenlampe kurz holen. Aber der Nachbar will das irgendwie nicht so. Okay, wir gehen hier direkt mal in sein Zimmer. Alter, hier ist schön hell. Ach so, wegen dem Feuer. Okay, ich glaube, hier drin ist da... Nee, hä, ist da keine Taschenlampe? Hier sieht er sein allseits bekanntes Bett. Äpfel. Da ist eine Taschenlampe. Okay, gut. Ah, die bringt hier auch was. Okay, nice. Ist er hier drüben? Nee, okay, aber wir gehen einfach mal nach drüben. Ich meine, wieso auch nicht? Okay, hier im Badezimmer ist... Sind hier wieder Schlafpillen? Nee, hier ist auch eine Taschenlampe. Okay. Oh mein Gott. Wo ist er? Fuck, Mann, ich dachte, er sieht mich nicht hinter der Tür. Och Gott, Leute. Ich versuche jetzt mal noch hochzukommen. Ich weiß gerade gar nicht. Warte mal, ich will kurz hinten durch. Die Items behält man übrigens wieder. Das ist auch sehr praktisch. Ich will kurz hinten durch und gucken, ob es hier den Fahrstuhl gibt. Ja, das gibt hier den Fahrstuhl. Aber wir können den noch nicht öffnen, oder? Och, Junge. Oh mein Gott. Dieser scheiß Nachbar. Oh Gott, lol, der schmeißt Kleber. Ach so. Ja, Brudi, beruhig dich mal. Was ist mit ihm? Das habt ihr gerade nicht gesehen. Bruder, was ist mit dir? Danke. Können wir die Autos hier eigentlich... Oh Gott, Alter. Können wir die Autos fahren? Die sehen so aus, als könnte man die fahren. Ich würde gerne hinten kurz ein Fenster einschmeißen, genau. Das ist Taktik, Leute. Lol, er ist in eine Falle gelaufen. Das ist Taktik, weil wenn wir jetzt überleben, was wir obviously... Oh Gott. Obviously getan haben, dann können wir... Dann können wir danach hinten rein, wenn er dann aufgehört hat zu handeln und dann... Haben wir gewonnen. Ne, dann können wir dort rein und vielleicht kann man so in den Fahrstuhl. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man da überhaupt schon rein kann in dieser Version. Wir werden es sehen auf jeden Fall. Alter, wo ist er denn? Hä? Was? Okay, ich versuche jetzt nochmal hinten reinzugehen. Vielleicht mal ohne Licht. Okay, Leute, ich habe hier gerade noch so ganz viele Kisten entdeckt. Ist hier nicht irgendwas? Da ist auch irgendwie eine Kissen. Ist das eine Anregung dazu, dass man hier hochbauen soll mit den Kisten, um auf die Gleise zu kommen? Ach, Junge. Nerv doch nicht rum, oh Gott. Nein, Alter, der Kleber ist ja so OP. Oh mein Gott. Ach, Leute, ich will jetzt auch mal noch was schaffen, ey. Oh mein Gott, Leute. Lol. Mich hat sich auf den Zaun hochgedingselt. Kann er mich holen? Oh, lol, da unten ist wirklich was. Danke, Nachbar. Was? Hä? Wie hat er mich denn bekommen? Mann, hier ist jetzt auch Chaos. Och Mann, meine schönen Möbel. Keine Ahnung, wie er mich wieder gesehen hat. Ich weiß es nicht, aber das Gute ist, wir wissen jetzt, wo eine Magnetpistole ist. Ach stimmt, die brauchten wir bei dem Bild. Und dann beim Bild konnten wir dann den Schlüssel herausziehen. Wisst ihr noch? Oben bei diesem goldenen Apfelbild war es, glaube ich, sogar. Das Ding ist, ich check nicht, wo der ist. Er sieht mich irgendwie die ganze Zeit. Aber ich verstehe nicht, wo er das hier ist. Wieso können wir nicht eigentlich einfach wieder umziehen? Das wäre doch viel einfacher. Können jetzt auch mal noch kurz in unser Haus. Das so ein bisschen. Hier ist einfach eine Badewanne. Mitten im Raum. Alles klar, Digga. Wow. Oh Gott. Mikrofon einfach direkt weg. Okay. Keine Ahnung. Können wir schlafen? Nee, schade. Wir nehmen hier mal kurz unser Telefon und rufen mal an. 9-1. Nee, warte mal. Wie geht die Notrufnummer von GTA, die immer sagen irgendwas? This is 9-1-1 oder so? What for an emergency do you require? Oder so? Oder nicht? Ich nehme das jetzt mal mit. Vielleicht ruft hier irgendjemand. Was? Ach ja, und übrigens, falls ich ein bisschen verklatscht aussehe, ich bin... Ich muss hier gucken. Ich bin circa, ja... Eine Stunde ungefähr aufgestanden. Ist eigentlich schon viel eigentlich, aber irgendwie bin ich noch komplett am Arsch. Egal. Ja, Leute, ich würde sagen, das reicht, glaube ich, auch für die erste Folge. Wir haben das Spiel auf jeden Fall ein bisschen kennengelernt. Ich freue mich auf die zukünftigen Folgen. Es gibt hier auf jeden Fall, glaube ich, wieder viel zu entdecken. Und okay, also ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da.
Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr diese krassen Videos jetzt hier mitbekommt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.